Aha. Nein, was? Was? Hey, seien wir ehrlich. Ja. Ich habe mein Portemonnaie und mein Handy vergessen und dann gäbe es so ein Kellerlochfenster, was immer ein Stück weit auf war und das hat mir auf jeden Fall mein Wochenende gerettet. Sorry, sorry. Doch, ja klar, scheiße. Was hast du gemacht? Das war so eine allgemeine Routinekontrolle, da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, warum und weshalb und dann wurde ich festgestellt. Nein, was? Was? Hey, seien wir ehrlich, wirklich gar nicht? Nein. Noch nie? Ich war auch noch nie betrunken. ja, doch, ja, schon. Ja, passiert, würde ich sagen. Dann sind die Gefühle so noch ehrlicher. Dann muss man halt nicht schreien. Alles gut. Ja. Nein, wie kommt die drauf? Oh, wer war es denn? Mensch, stimmt nicht, ich habe einen bekommen. Ich bin total mutig im Club mal zu jemandem hingegangen und gesagt, hey, ich tanze dich die ganze Zeit an und würde gerne mit dir tanzen, aber warum tanzt du nicht mit mir? Und dann hat er gesagt, ja, ich möchte gerne mit meinen Freunden hier abhängen und ich habe jetzt gerade keine Zeit. Und dann habe ich gesagt, voll coole Antwort, alles klar, und bin wieder gegangen. Und dann kam er aber nochmal und hat dann mir seine Nummer auf so einem Zettel geschrieben und meinte so, hey, ich hab's mir noch mal anders gemacht. Sweet. Ja. Ich hab schon mal einen Spruch an eine Wand gesprayt. Und ich glaube, das war nicht ganz legal. Aber es war auch das einzige Mal, wo ich was Illegales gesprayt habe. Und das war, wenn sich zwei streiten, dann leidet der Dritte. Das zitiert von Material. Ich weiß nicht, wie ehrlich man hier sein darf oder nicht, aber ich. Ja, so muss ich. Alle, ja. Mir ist es tatsächlich während der Produktion passiert, dass ich euch schreiben wollte, wo wir uns heute Abend treffen. Und ich habe Daniel eingegeben und habe es erstmal Daniel geschickt, weil ich habe nämlich kein WhatsApp. Und habe ihm deshalb eine SMS geschickt und habe dann irgendwie mich auch gewundert, dass da keine Antwort kam. Und dann habe ich irgendwann realisiert, dass ich das einem anderen Daniel geschickt habe. Ja. Und er meinte so, oh ja, voll gerne. voll gerne treffen. Wo und wann? Ich so, also ich habe mal so einen Chat gehabt, da habe ich den Chat gescreenshottet. Oh scheiße. Und das an dieselbe Person zurückgeschickt. Oh Mann. Ja.